Ich lag da heute Morgen im Bett und träumte so vor mich hin und dachte, ich sollte heute im Krankenhaus anrufen und mir einen Termin besorgen. Und als mich Sebastian dann um 10 aus dem Bett geschält hatte, er hat gerade Urlaub, klingelte das Telefon, die Neurologie mit einem Termin für nächste Woche. Soll ich jetzt erleichtert aufatmen, dass man mich doch nicht schon wieder vergessen hat, hatte man Magengeschwüre über die Feiertage wegen mir. Allein das zu sagen, löst Panik aus. Jetzt bitte erklär mal mir das. Dabei wollte ich auf etwas Lustiges zu sprechen kommen, was ich in meinem Stream, in meinem Online-Stream schon erwähnt hatte. Ich hatte zu Silvester Post bekommen. Ganz klassische Post. Da waren zwei kleine Kärtchen hinzugefügt. Und ich möchte daraus verlesen, damit ihr Schlafschafe alle Bescheid wisst. Also schön korrekt aufrecht hinsetzen, den Seitenscheitel akkurat ausrichten mit dem Winkelmaß und da geht's los. Haltet euch fest! Liebe Leser, liebe Leserin, das letzte Mal, dass gegendert wird, solltest du diese Kopien lobenswerterweise weiterverbreiten, dann beachte bitte, mit zunehmender Häufigkeit Kopie der Kopie der Kopie der Kopie leidet die Wiedergabequalität. Viele Kopierer haben einen Helligkeitsregler, mit dem du die beste Wiedergabequalität regulieren kannst. Als Adressaten für deine Versandtätigkeiten eignen sich Mitarbeiter der Lügenpresse, Pfarrer oder Pastoren, Parteipolitiker, Grüne, SPD, Linke, CDU, scheiße, ich bin in Österreich, linke Richter und Staatsanwälte, Sozialarbeiter, kurzum alle charakterlichen Minusvarianten, denen die Zerstörung Deutschlands und Europas eine Herzensangelegenheit ist. Solltest du an deinem Arbeitsplatz einen Hochleistungskopierer haben, empfiehlt sich bei Abwesenheit, habt ihr nicht von mir, der Kollegen die ein oder andere Überstunde. Kopiersätze als Brief verschicken oder gleich per Hand in den Briefkasten deines Lieblingsfeindes, des örtlichen Rathauses oder der Lokalzeitung. Vielen Linken verschlägt es angesichts dieser Dokumente die Sprache. Ich ohne viel reden. Das ist nur tot vorstellbar. Wir müssen sie nicht bekehren. Ein Erfolg ist es schon, wenn sie geschockt verstummen. Das haben sie geschafft. Es gibt Dutzende von Ländern, in denen ausschließlich Afrikaner oder Asiaten leben. Keines aber, in dem nur Weiße leben. Weiße, verdammte Scheiße, wir sterben aus. Weltweit macht der Anteil der Weißen nur noch 14-15% aus. Schon in der nächsten Generation werden durch die exponentielle Demografie nur noch 1-2% der Erdbevölkerung Weiße sein. Kauft man mir die Drama Queen ab? Ich weiß es nicht. Wenn die weißen Völker sterben, verlöscht das Licht der Erde. Und deswegen möchte ich euch die alles entscheidende Frage stellen. Festung Europa oder afro-orientalischer Slum-Kontinent? Das war ja nur der Anfang. Dem beigelegt war ein 20-seitiges Pamphlet, eine Hetz- und Hassrede auf, ja, wer hätte es vermutet, nach all den Jahrhunderten haben sie es immer noch nicht geschafft, ihre Weste weiß zu waschen. Den Juden, die bösen, großnasigen Juden, natürlich. Und irgendwo weit dahinter findet sich dann auch eine Holocaust-Leugnung und insofern hatte Sebastian die kongeniale Idee, weil Absender stand ja drauf, zwar mit einem Pseudonymnamen, aber eine Postkarte retour zu senden mit lediglich 3 Worten und einem Ausrufezeichen. Anzeige ist raus. Ausrufezeichen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe der Polizei geschrieben und sie informiert, dass wir Weißen aussterben. Ich habe leichte Zitate reingenommen und vorgestern hat die Polizei bei mir angerufen und gefragt, worum es sich da handelt, weil ich fragte, ob man das anzeigen kann. Ja, ob das eine E-Mail war, sag ich nein, ganz klassisch, auf Papier. 20 Seiten
geschwurbelte braune Kacke. Jetzt wird es weitergereicht an die jeweilige zuständige Behörde, Stelle. Mal schauen, was da rauskommt. Aber es stimmt wirklich, ich könnte das der Lokalpresse schreiben. Vielleicht bin ich sogar die einzige Österreicherin, die diesen Scheiß bekommen hat. Ich kann es mir nicht vorstellen. Warum habe ich ihn bekommen? Hat wieder jemand meine Kommentare bei YouTube falsch ausgelegt? Meine Ironie, mein Sarkasmus nicht verstanden? War ihm vielleicht zu hoch? Und dachte, ich bin pro Scheiße? Insofern möchte ich noch was zu den Corona-Schwurblern sagen. Ja, tut mir leid. Ich höre jetzt auf, euch irgendwie in irgendeiner Form zu rechtfertigen, dass ihr alle Angststörungen aus eurer Kindheit mitschleift, die jetzt sozusagen zu tragen kommen. Ich habe es euch zu verdanken, dass ich kein Cortison bekomme, mitunter. Denn das Krankenhaus ist zur Hälfte voll mit Corona-Patienten, auch die normalen Stationen, so die Neuro eben auch. Und die meisten davon sind Ungeimpfte. Oder solche, die eben sich an die Regeln nicht halten möchten. Und deswegen darf ich kein Cortison bekommen, weil dieses das Immunsystem völlig unterdrückt und die Gefahr bei mir in die Höhe schießen lässt, von eurer Corona-Scheiße was abzubekommen. Ich sage recht herzlichen Dank. Insofern noch ein kleines PS. Kinder, bitte, bitte bleibt normal im Kopf. Fangt nicht an mit dieser Schwurbelscheiße. Da gibt's keinen Dialog mehr. Sie fordern immer den Dialog und schwabeln irgendwas von Jesus wird und Frieden und Freiheit und Liebe und scheiß die Wand an. Aber die sind alles anderes als das und die sind nicht mehr abzuholen. Die sind auf kein normales Level zu bringen. Das kannst du vergessen. Weil nach jedem Satz, den du vielleicht einbringst, der einigermaßen Vernunft hervorlocken könnte, steht das nächste Aber schon an der nächsten Ecke und wartet, dass es dir in den Weg hüpft. Aber da ist, aber wir haben, aber jedoch. Es ist sinnlos, es macht keinen Sinn. Und wir haben sowas sogar in der Nachbarschaft wieder mal. Bitte, bleib normal. Danke.